im Hohen Haus. Mac, Verkehrssprecher der FPÖ. Und vor den Fernsehgeräten. Ja, wir wurden jetzt immer wieder aufgefordert, doch der neuen Regierung, der neu zusammengestellten Regierung eine Chance zu geben, würden wir gerne, wenn da nicht die oft zitierten Missstände wären. Und die Missstände sind ja nicht neu, die sind ja schon länger da. Und lieber Herr Verkehrsminister, ich bin jetzt nicht so weit, meine Rede mit einem Zitat zu beginnen, dass beispielsweise jetzt die ehemalige Ministerin Heinisch-Hossig die logische Nachfolgerin im Verkehrsressort wäre, weil das nur den Kompetenzmangel der Ministerpartie zeigen würde. Das war ihr Zitat. Sie ist eh nicht da, macht nichts. Das war das Zitat des damaligen SPÖ-Funktionärs in Richtung FPÖ. Gut, jetzt heißt es auf einmal neue Art, neue Kultur, die einziehen möge. Gut, dann lassen wir sie eingehen. Der Herr Leichtfried hat gesagt, es geht um den Menschen und der Mensch ist im Mittelpunkt. Und ich hoffe, dass er das auch so meint, wie er es sagt. Aber wenn er es meint mit der Mobilität, wenn er es meint mit dem Verkehr, mit dem Individualverkehr, dann soll er sich bitte als erstes einmal ein Beispiel an seinem Vorgänger in der Steiermark nehmen. Das war nämlich der Landesrat Kurzmann, der es geschafft hat, in Graz, in der schwierigsten Situation seitens von der Umwelt her, mit Feinstaub und Ähnlichem, der es geschafft hat, ohne die von den Grünen geforderten autofreien Zonen und Ähnlichem, ohne diesem ganzen Zeug, vernünftige Verhältnisse zu schaffen, anerkannt von allen, von der Wirtschaft, von den Arbeitnehmervertretern und so weiter. Also, lieber Herr Verkehrsminister, dort können Sie sich eine Anleihe nehmen, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht. Und ich bin sehr dabei und unterstütze Sie, wenn Sie sagen, Sie sind für den öffentlichen Verkehr. Aber das Ganze muss leistbar sein und wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen, vor allem nicht vom Bund aus, sondern da sind ja dann wieder die Länder dabei, in jedes Tal auch wirklich eine Bahn hineinzubringen. Es wäre gut, wenn es geht, wir werden es uns wahrscheinlich nicht leisten können. Wir brauchen dann auch immer wieder Autobusse. Ja, und bei den Autobussen wissen wir, die haben die Abgase und alles das, was wieder angeblich die Menschen so behindert und so beeinträchtigt. Herr Bundesminister, Sie können aber schon irgendwas machen. Und zwar das, was wirklich in Ihrer Kompetenz steht. Ein Österreich-Ticket, das hat bis jetzt kein Verkehrsminister geschafft. Machen Sie ein Österreich-Ticket vom Burgenland bis nach Vorarlberg, von den Spitzen von Niederösterreich bis nach Kärnten. Machen Sie nicht nur ein Österreich-Ticket, das verkehrsträgerübergreifend ist, sondern machen Sie es vor allem auch internettauglich. Ich weiß schon, ich höre immer, es sind die Länderverbünde, die sich wehren. Nur von den neuen Verkehrsverbünden habe ich jetzt einmal 5 gefragt, die waren es nicht. Angeblich war es die ÖBB, die sich gesperrt hat. Naja, Sie sind bitte der oberste Herr der ÖBB. Es wird doch ein leichtes sein, das jetzt durchzusetzen, wenn Sie es ernst nehmen. Wir werden Sie daran messen, ob Sie es auch wirklich ernst nehmen und ob Sie es wirklich gemacht haben. Und ich bin auch voll bei Ihnen, Herr Verkehrsminister, wenn Sie sagen, Sicherheit ist wichtig. Bei den Verkehrstoten. Ich hoffe nur, Sie gehen wieder nicht auf die sogenannte grüne Schiene, dass man die Geschwindigkeiten herunter reduziert. Wie nieder sollen es denn noch werden? Es ist eher der Ansatz, sich einmal mit den Autoherstellern zusammenzusetzen und die Technologie zu verbessern. Dort wäre einiges zu holen, dort ist einiges zu holen und es ist wesentlich besser, als wie bei der Geschwindigkeit anzusetzen. Kommen wir aber zu meinem Lieblingsthema, zur Eisenbahn, zur ÖBB, wo wirklich, und ich muss sagen, 40.000 Mitarbeiter, denen man wirklich nur für ihren Einsatz und für ihre Kraft danken kann. Nur wenn es ab und zu, und es ist wirklich nur ganz selten, Probleme gibt, dann sind die wirklich in dem Haus selbst gemacht. Sicherheit. Und Sie haben gesagt, Sicherheit ist für Sie notwendig. Sicherheit heißt, dass dieser unnötige, schaffnerlose 0-zu-0-Betrieb endlich abgestellt gehört. Und zwar nicht mit irgendeiner kleinen Verordnung, wo sich die Gewerkschaft freut, de facto aber das Management davon ausgehen kann, dass das Ganze nichts wert ist und weiterhin 0-zu-0 betrieben wird. Oder Sicherheit heißt für mich, dass in einem Zug und in einer Lokomotive die Achsen eingebaut gehören
und dann nicht das Management versucht, wenn Fehler passieren ist, das Ganze zu vertuschen. Das ist unerträglich. Und wir kommen noch einmal dazu. Ausbildung. Die Triebfahrzeugführer gehören ordentlich ausgebildet. Nicht mit einem AMS-Damen-Schnellsiederkurs, von dem dann eh die Hälfte der Damen wieder abspringt. Eine gute, seriöse, lang andauernde Ausbildung, die auch wirklich die Leute dazu bemächtigt, das zu machen, was sie sollen. Und dann kommen wir zur Infrastruktur. Und zwar ist es das, was nicht die ÖBB bezahlt, sondern das wir alle als Steuerzahler bezahlen. Es ist unsere Infrastruktur. Und auf der fährt gelegentlich, man weiß es nicht genau wann, fährt umher, was Gott und die Welt verboten haben. Auf der Straße kann man sich das überhaupt nicht vorstellen. Da gibt es die regelmäßigen Kontrollen durch die Exekutive und jeder LKW, der nicht dem Stand der Technik und den Gesetzen entspricht, wird heruntergeholt. In der Infrastruktur auf der Schiene gibt es das wohl. Wir hätten die Technik, wir haben sie in Österreich, wir haben sie in der ÖBB, aber sie wird nicht angewandt. An jeder großen Grenzstelle und an den wichtigen Knotenpunkten gehören solche Messpunkte installiert, damit nicht irgendwelche Züge umherfahren können, die unsere Infrastruktur kaputt machen und die wir dann wieder, und zwar wir Steuerzahler, um teures Geld reparieren müssen. Und dazu gehört auch, dass wir eine Unfallverhütungsstelle haben, die den Namen verdient. Schauen Sie sich bitte an, wo die im Bereich der Eisenbahn sind. Bei 2013 die wichtigen Sachen, wie beispielsweise der Semmering, und den kennt der Herr Bundeskanzler Kern ganz genau, was dort passiert ist, da hat er sich ja heftig mit Vertuschung bemüht, dass das auch wirklich ordentlich angeschaut wird und die schuldigen Leute entsprechend gestraft werden. Denn sonst, lieber Herr Verkehrsminister, kann schon eins passieren, dass der rote Riese, den wir jetzt als Bundeskanzler haben, wie in der Astronomie zu einem weißen Zwerg verglüht. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ordentliche Verhältnisse für uns Österreicher. Und deshalb bringe ich auch noch einen Antrag ein, und zwar den Entschließungsantrag der Abgeordneten Strache, Deimek und weiterer Abgeordneter betreffend Nein zu TTIP und CETA. Da freut sich der Herr Bundeskanzler wahrscheinlich ganz besonders. Und zwar den Entschließungsantrag, der Nationalrat wolle beschließen, die Mitglieder der Bundesregierung, insbesondere der Bundeskanzler, werden aufgefordert, auf europäischer Ebene im Sinne der Wahrung der Interessen und des Schutzes der österreichischen Bevölkerung Positionen gegen die Freihandelsabkommen TTIP und CETA zu beziehen und beiden eine klare Absage zu erteilen. Herr Verkehrsminister, Sie haben alle Chancen. Nützen Sie sie, Sie werden sie brauchen. Danke. Eine ordentliche Ausbildung für Triebfahrzeugführer sowie mehr Sicherheitskontrollen im Zugverkehr und Unfallverhütungsstellen fordert Gerd Deimek, Verkehrssprecher der FPÖ. Als nächste Rednerin